Gibt ein Mensch eine Macht, dann sieht ihr seinen wahren Charakter. Vor zwei Wochen bin ich hier gewesen, habe ich hier hinten einen Kaffee gelassen und ein Wasser. Und komme ich mit meinem Auto hier, wollte ich parken. Das ist ein Rambo da. Fahrzeugkontrolle, Führerschein, Zulassungsschein, Alkotest, Pannendreieck, Weste, Verbandzeug, Urinprobe, Stuhlprobe, alles. Alles. Das ist gemacht für die Gesundheit, für die Sicherheit der Menschen und Menschen auch zu schikanieren. Dass man seine Männlichkeit zeigt. Seine Männlichkeit zeigt. Also wenn ich keine Eier in der Hose habe, fahre ich mit sehr Spiegelei in die Tasse. Also bei uns, bei mir und bei meiner Frau, haben sie alles versucht. BH, 57 Mängel plus 20 Mängel. 40 Kontrolle von der Polizei, eine Razzia. Jetzt bin ich auch Neonazi. Und das Lustige ist, dass alle wissen, dass ich kein Neonazi bin. Aber die kommen mich alle besuchen. Alle. Die werden alle bezahlt, um uns zu schikanieren. Genau. Und dafür müssen wir arbeiten gehen. Am Montag war ich vorgeladen bei der Polizei, auszusagen. Und es waren zwei Polizisten aus Reichenau, weil die Tellnitzer Polizisten mich nicht aufnehmen dürften. Also, die Straftat, die ich begangen habe, ist, ich habe den Polizist gebeten, unseren Bürgermeister eine Nachricht zu hinterlassen, dass er mich am Bubbel runternutzen kann. Ich habe das gefilmt und auch im Internet gestellt. Ich habe gewusst, dass sie das sehen und ich wollte, dass sie das sehen. Und da sagt mir der Polizist, das ist den Polizisten nicht recht. Und ich habe ihm gesagt, versuchen Sie mir keine schlechte Gewissen einzureden, weil mir ist auch nicht recht, dass Polizisten von meinem Haus links und rechts stehen und machen Angst der Leute. Gehen Sie zum Griechen? Ja, gehen Sie zum Griechen? Warum gehen Sie zum Griechen? Was machen Sie zum Griechen? Jede Tag 7, 8 Mal vor unserem Haus Autonummer nehmen, die brechen in unser Haus ein und noch dazu der Polizeisprecher von LPD Wiener Neustadt gibt an, dass ich ein Verbrecher bin. Er kennt mich gar nicht. Das machen sie alles unter sich. Es ist ein Mafia, ein Nest. Machen sie alles unter sich. Und wir sind die Nazis. Meine Nachbarn, unsere Nachbarin war so froh, dass so nette Griechen in Delis gekommen sind. Die lieben Griechenland. Wir haben sie gefoltert. So, und letztes Mal, wie die Razzia war, war die Monika Donner draußen und sagt unseren Nachbarn, sie spuckt die Hände. Endlich, das griechische Gesindel kriegt man endlich weg. Das griechische Gesindel. Und ich bin der Nazi. Wir haben mit meiner hübschen Frau 3 Monate Scheiße geputzt. Das ganze Haus war 4 Jahre zu. Wir haben unsere schöne Geld rein investiert und wir haben mit Sklaven gearbeitet. Und wir werden gejagt wie die Ratten. Und das machen unsere Kollegen da. Die sind in der Regierung behilflich. Ja, aber jetzt werden sie auch den gleichen Preis zahlen beim Tanken. Eine Gurke kostet 2 Euro. Oida! Was ist mit du? Also, Freunde, es gibt
eine Zeit nach dieser Zeit. Und diese Zeit gehört uns. Wir vergessen niemanden. Ich habe jetzt 3-4 Strafen bekommen. Sie haben mir das Arbeitslosengeld gestrichen. Ein Bürgermeister, der 7 Posten hat, der kassiert im Monat für 7 Posten. Wie ist das möglich? In 24 Stunden. Ja, 7 Posten. Die gehen da, wo meine Frau arbeitet, als Geschäftsführerin, und fragen, ob sie dort arbeitet oder ob sie sein angemeldet ist. Nur angemeldet. Dass sie uns den Hahn abdrehen. So, ihr könnt mich am Arsch lecken. Die wissen, wer ich meine. Können sprechen? Ja? Können sprechen. Das ist, tut mir leid. Es ist mein Mund wirklich nicht zum. Lasst ihr nicht locker. Sie haben mir, ein Herr Doktor hat mir an eine Strafe hingewiesen, dass als Ausländer darf ich nicht, mich nicht so aufregen, weil ich Ausländer bin. Ja, das ist 31 Jahre hier Steuerzahler, bin ich kein Ausländer. Aber wenn ich mich aufrege, bin ich Ausländer. Ne? Nur, ein Grieche, sage ich noch einmal, ist nirgends hin ein Ausländer, wo seine Sprache gesprochen wird. Ich fühle mich wie als Ausländer und ich bin in diesem Land, weil dieses Land mich geliebt hat. Die Menschen, ich liebe dieses Land und diese Menschen, die haben mir die Möglichkeit gegeben, ich war immer sehr fleißig und ich bin in meinem Leben weitergekommen. So, nicht aufgeben, ein paar Schritte haben wir noch und das Leben gehört wieder uns.